Was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit. Das iPad steht wieder bereit. Aber aus gutem Grund. Nicht nur weiß ich, dass viele von euch leider noch ein Jahr, vielleicht sogar mehr in der Hölle schmoren müssen, sondern es gibt ja auch viele von euch, die im Studium sind und was weiß ich. Und so ein iPad ist da immer sehr nützlich. Es gibt iPad OS 16. Punkt irgendwas. Es gibt auch eine neue App und ganz viele neue Sachen halt. Deswegen macht es sogar Sinn, jetzt ein neues iPad-Video zu machen, da ich auch Bock habe, euch weiterzuhelfen. Ja, gibt vieles. Na gut, ich meine, für mich ist es gerade nicht mehr so nützlich, weil mein Abi schon seit längerer Zeit absolviert habe. Aber, nein. Und bevor wir aber anfangen, Leute, ihr wisst ja, die 1000 Abos kommen immer näher. Jetzt fehlen nur noch 48 und mich würde es einfach unglaublich freuen, wenn ein paar von euch einfach mal ganz kurz draufklicken, ja, weil ich habe so im Gefühl, dass dieses Jahr, dass es endlich soweit sein könnte. Deswegen, wenn ihr kurz helfen wollt, danke ich euch und wir legen jetzt mal los. So, nämlich, ich habe gedacht, ich zeige euch drei Neuerungen, weil die sind ganz wichtig für Schule und so. Eine davon ist eine neue App, also eine ganz neue App von Apple tatsächlich. Also gratis im Prinzip. Ich meine, ihr müsst natürlich trotzdem das iPad kaufen. Ich habe übrigens zur Info immer noch das iPad Pro 2020 mit Spigen matter Folie. So, die App heißt Freefo. Nicht beachten. Und man kann sich das so vorstellen, also bisher hatte ich ja vor allem hier Notability, ja. Und Freeform ist sozusagen Apples Antwort auf diese ganzen Notiz-Apps und so weiter, obwohl es ja eigentlich schon Apple Notes gibt. Aber es gibt eben ein paar Funktionen hier, die anders sind. Und es ist sozusagen, ich würde es vergleichen, falls ihr OneNote kennt von Microsoft, dann ist das sozusagen das OneNote von Apple, so ein bisschen irgendwie. Also legen wir einfach mal los. Ha! So, hier oben links kann man Titel machen, ja. Die Notiz benennen, favorisieren, kopieren, Raster ausblenden. Also ich kenne mich mit der App tatsächlich auch noch nicht ganz aus. Also wir entdecken das sozusagen gemeinsam. Suchen, PDF und sogar direkt drucken kann man, was ziemlich cool ist. Ich denke nämlich, vor allem wenn man dann so einen Drucker mit WLAN hat, kann man das direkt da schicken. Ist nicht schlecht. So, und wir haben natürlich, wie bei Notability und auch Apple Notizen, haben wir verschiedene Stifte. Was ich allerdings schade finde, das nächste Feature, wozu wir gleich kommen, sind auch ein paar neue Funktionen in Apple Notizen. Da gibt es auch einige neue Stifte, die aber in dieser App nicht vorhanden sind, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde. Und ja, Apple, falls ihr das seht, ihr Keks, bitte nachreichen. So, es gibt natürlich hier Classic, Kugelschreiber oder was weiß ich. Tatsächlich mit keiner Druckerkennung dieser, also ihr seht, egal wie, ob ich leicht drücke oder fest, die Dicke der Linie bleibt gleich. Dann haben wir hier noch, ja, genau das gleiche nochmal eigentlich. Dann das hier, was ist das? So eine Art Wachsmalstift. Da könnte ich eigentlich mein Logo ganz gut zeichnen. Ja, so wachsmäßig. Das hier, was ist das? Okay, also, das ist auch ganz interessant. Es gibt keinen Marker, aber es gibt so ein Formenwerkzeug, wo man dann auch eben spontan ein schönes Amogus erstellen kann hier. Spontanes Amogus. Ja, gibt es in Apple Notizen und auch in Notability und GoodNotes leider nicht. Also das ist ein Vorteil. Und dann Radierer und natürlich Auswahlwerkzeug. Was? Separieren? Hä? Wie separieren? Separieren. Okay, also die Funktion, wenn ich was auswähle, separieren auswähle, wird es gruppiert. Das heißt, es ist eigentlich der falsche Begriff. Okay. So, hier haben wir tatsächlich, das finde ich ganz cool, so Post-it. Also ihr kennt es ja vielleicht, Post-its. Diese kleinen Haftnotizen hier hat ja eigentlich jeder zu Hause. Benutze ich auch für meinen
Journal, mein kleines Field Notes Notizbuch, könnt ihr in meinem Everyday Carry sehen. Ja, das gibt's in dieser App, was ich tatsächlich sehr cool finde. Übrigens, ihr könnt mich immer noch hören, weil ich das neue Wireless-Mikrofon habe. Ist ziemlich praktisch, oder? Ihr könnt mich sogar hier hinten perfekt hören. Ja, aber das ist ganz nice. Ihr könnt, ja, wenn ihr schon Notizen gemacht habt und jetzt nicht unbedingt alles verschieben wollt und was weiß ich, ja, wenn ich hier jetzt schreibe, abonniert, jetzt ganz schnell ist, ich kann schöner schreiben, keine Sorge. Alle, genau, und dann machen wir hier das Logo noch hin. So, und dann kann ich eben im Nachhinein auch im Notfall oder was weiß ich, wenn man einfach noch was hinzufügen will oder die eben auch weiterziehen will, wenn man weiterschreibt und immer, kann ich einfach so eine Post-it-Sticky-Note noch dazu packen, irgendwas reinschreiben, hallo. Dann kann ich sogar hier die Farbe ändern von dem Ding. Ist auch ganz nett. Oder ich kann eben hier auch Text, ne? Dick, dünn, schief, was weiß ich, Text bearbeiten halt, Schriftart nicht und duplizieren. Genau, so einfach ist es. Dann gibt es auch Formen, tatsächlich sehr viele. Also es gibt von Stuhl bis, also völlig random Objekte hier. Wahrscheinlich einfach, ich meine, es kann vielleicht auch für Präsentationen genutzt werden oder so, wenn man das mit Airplay macht. Ja, was gibt's hier? Ein Schweinle. Haben wir ein kleines Schweinle. Hier eine Maus oder eine Ratte. Eine kleine Schnupi, ich hab ja hier, ne? Ihr wisst ja, der Käfig, da schläft sie gerade, oder? Nur Lebensmittel. Wir haben eine enorme Banane. Und so weiter. Also halt einfach random Formen. Da gibt's halt alles irgendwie aus irgendeinem Grund. Okay, ich bin jetzt mal ehrlich. Ich habe hier tatsächlich ein verwerfliches Symbol erwartet. Okay, wir machen weiter. Ja, hier natürlich das Ding da. Einfach Text hinzufügen, logisch, gibt es auch nicht viel zu sagen, einfach tippen und fertig ist. Und hier kann man Fotos oder Videos einfügen und natürlich auch, ja, das ist cool, also man kann von Fotos, Videos, Dateien, alles einfügen, auch Links, so ein bisschen wie in Notion, glaube ich. Geht aber in Notability auch und noch viel mehr, also ich weiß nicht, ich empfehle die App jetzt nicht, wenn ihr sozusagen, ich würde sogar Apple Notizen über das suggerieren. Aber ja, ich meine, was euch am genehmsten ist, vielleicht wollt ihr jetzt auch nicht Notability kaufen oder so, dann, ich meine, das genügt völlig, ja. Ich meine, ich kann ja auch, ne, scannen natürlich und solche Sachen, also. Da ist meine Kamera. Genau. Ja, dann kann ich hier das gescannte Dokument einfügen und natürlich so ein bisschen freier bewegen. Oh, jetzt ist mein Licht aus. So, Leute, machen wir weiter. Also ja, ihr könnt PDFs einfügen, Links. Ich probiere mal kurz mit einem Link was aus. So, hier ist mein Kanal. Noch 48 Abonnenten. So, Link kopieren. Wenn wir jetzt den Link von meinem Kanal hier einfügen. Ha, krass. Ah, okay, also das ist doch eher wie in Notion. Das heißt, ich kann hier einen Link einbetten. Das heißt, also man sieht dann auch so ein bisschen, ja, worum es sich handelt. Dann kann ich draufklicken, oder? Ah, ich kann auf das Auge klicken und dann komme ich da hin. Ah, okay. Interessant, nicht schlecht. Ja, und ansonsten gibt es halt hier, ne, rückgängig. Hier teilen, ich meine, das kennt man ja. Und eine neue Notiz erstellen. Oder ein Board. Also es ist tatsächlich schon eher so Whiteboard. Board-mäßig, kann man sagen. So im Prinzip sowas in die Art. Aber dennoch kann man es eben auch für die Schule und so nutzen. Also, ne? Was euch gefällt. So, das war die erste Sache. Die zweite Sache ist Apple Notizen. Hier gibt es nämlich auch ein paar Neuerungen. Ja? Also man kann jetzt zum Beispiel die Symbolleiste anpassen. Also die Werkzeuge hier kann man wegnehmen oder halt hinzufügen oder verschieben. Ist nicht schlecht. Ja gut, Checklisten und so. Also die meisten Sachen sind wie vorher. Es gibt aber allerdings hier neue Stifte. Und das war's. Nee. Also es gibt hier diesen dünnen, der ist neu. Hier, es gibt einen Füller tatsächlich. Also ihr seht, da kann man richtig eloquent Bababui schreiben. Seht zu. Richtig künstlerisch. Deswegen würde ich sogar, ehrlich gesagt, nur wegen diesem Füller würde ich Apple-Notizen tatsächlich mehr verwenden. Keine Ahnung, so finde ich nice. Und dann gibt es noch diesen, wie kann man das nennen, sozusagen Aquarellstift oder so. Also wenn ich ganz leicht drauf drücke, kommt da fast nichts. Und je fester ich drücke,
desto mehr Farbe kommt raus sozusagen. Also kann auch interessant sein. Da steht übrigens nicht gay, sondern yay. Ansonsten, ich meine, Form gibt's hier auch. Ne? Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Ich glaube schon. Weil solche Sachen zum Beispiel gibt's in Notability nicht. Also da kann ich nicht einfach... Oder, warte, das muss ich mal kurz überprüfen. Ich will ja keine Falschaussagen hier machen. Genau, in Notability kann man keine Formen einfach so erstellen, sondern ihr wisst ja, man muss das sozusagen halten und dann hat man die Form. Also erst zeichnen und dann, aber hier kann man auch so die Form machen und in der anderen App auch Freeform. Aber ja, das war es halt auch hier schon. Aber die größte Neuerung, die ihr vielleicht ja schon kennt, ist Stage Manager. So, es ist noch nichts passiert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier aus der Ecke hochziehe, wird die App zum Beispiel auf einmal zu einem Fenster. Das, ja gut, natürlich typisch für Apple, ich kann es nicht frei verschieben, es hängt erstmal in der Mitte, aber ihr seht, ich kann die Größe vom Fenster anpassen, so ein bisschen wie beim Computer, ja. Bringt jetzt erstmal noch nicht viel, aber ich kann noch eine App dazu ziehen und jetzt habe ich plötzlich beide Apps gleichzeitig offen und kann sie beide individuell in ihrer Größe und Form anpassen, so wie ich es gerade brauche. Das heißt zum Beispiel, jetzt habe ich die hier nebeneinander. Man könnte natürlich auch sagen, ja, mach doch einfach Split Screen, also die eine App auf die eine Seite ziehen und die andere auf die andere Seite. Aber der Vorteil hier ist, dass es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen es ist ein bisschen lockerer sozusagen. Also man kann hier alles so ein bisschen leichter rumziehen und so. Bei Split View, wenn ich da einmal was falsch schiebe, dann ist das ganze Ding wieder zu oder so. Und es ist halt nicht so, ne, hier kann man wirklich easy alles rumziehen, resizen und so. Ich kann natürlich auch auf die drei Punkte oben klicken und es minimieren. Dann ist es hier auf der Seite, also hier sind dann alle Fenster. Kann ich es wieder öffnen und auch wieder reinziehen. Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt ist alles im Arsch, perfekt. Ja gut, man kann auch zwei Fenster von der gleichen App nebeneinander haben. Das wusste ich tatsächlich nicht. Kann man auch drei? Okay, kann man vier? Oh Gott, okay, wir haben, kann man fünf? Oh Gott, what the fuck, einfach, jetzt habe ich fünf Notizfenster aufeinander und sehe gar nichts mehr. Also man kann auch viele Versionen von derselben App öffnen, das ist interessant. Okay, jetzt sind wir wieder, wo wir angefangen haben. Eben, hier ist jetzt praktisch, ich kann spontan Sachen reinziehen und wieder, ne, verschieben und was weiß ich, das geht alles so ein bisschen flüssiger als mit Split Screen. Das heißt, ich könnte auch zum Beispiel hier, ich glaube, markieren, kopieren und hier einsetzen. Oh, willst mich verarschen? Wow, es fügt einfach eine Datei ein. Komm schon, Apple, ey. Was soll das? Okay, ich bin ein bisschen enttäuscht von Apple. Das ging doch mal. Die App stürzt ab. Ist äußerst respektabel, würde ich mal behaupten. Also wirklich, ich bin begeistert. Okay, Leute, ich meine, da seht ihr mal, ich war da jetzt tatsächlich nicht drauf vorbereitet. Ich dachte, es funktioniert alles. Aber da sieht man auch mal, funktioniert nicht immer. Ja? Jetzt wisst ihr auch, was nicht funktioniert. Früher ging's, beziehungsweise mit Split View ging das. Und jetzt geht's einfach nicht mehr. Also von Notizen das rüberziehen. Keine Ahnung, was das soll. Aber ja, ich meine, ich kann nebenbei Google Drive öffnen hier, ne? Hier Browser. Ja, und es ist einfach, ihr könnt sozusagen mit diesem Feature, könnt ihr einfach mehr Apps gleichzeitig offen haben. So einfach ist es. Es ist mehr wie am Computer. Es ist noch nicht ganz so, weil ihr seht, ich kann das Fenster nicht präzise so platzieren, wie ich will. Ihr seht, manchmal bewegt sich das dann von selber und korrigiert sich noch, was sehr nervig ist, ehrlich gesagt. Jetzt nicht mehr nur zwei oder höchstens drei Fenster aufhaben, sondern mehr. Ja, und dann kann ich hier hin und her kopieren, alles Mögliche machen. Also letztendlich, wofür ihr das dann benutzt, müsst ihr schauen. Mich hat es nämlich jetzt gerade überfordert, dass das nicht funktioniert hat mit dem Notes rüber kopieren. Das hat mich jetzt sehr traurig gemacht. Ich bräuchte einen kleinen Like von euch. Und nein, ansonsten. Es ist ja auch so, ne, Apple meint ja immer, ja, iPad ist doch eigentlich ein Computer. Ne?
Nein. Wegen der Software. Eine Sache will ich noch ausprobieren tatsächlich. Kann man auch die Kamera öffnen? Tatsächlich. Okay, das ist krass. Das ist krass. Ich kann also nebenbei noch die Kamera aufhaben. Okay, das ist cool tatsächlich. Ja, das ist sehr cool. Okay, Leute, da fällt mir tatsächlich doch noch was ein. Also man kann die Kamera aufhaben. Dieses Bild, warte, wenn ich jetzt hier ein Note aufmache, kann ich mich ausschneiden und da reinziehen. Oder? Geht das? Warte, komm, einfügen. Ja! Wie geil. Ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wow, da seht ihr mal, Leute, man kann ja jetzt aus Bildern einfach mal Sachen ausschneiden. Überall einfügen, ich kann dann hier noch. Warte, nee, Luma Fusion wollte ich nicht. Ja, eben, das habe ich ganz vergessen. Man kann also die Kamera benutzen im Stage Manager. Ich kann Sachen ausschneiden und einsetzen. Dann eben auch als PNG ohne Hintergrund. Das ist eben geil. Das ist auch neu in iOS 16, das habe ich ganz vergessen. Ja, krass. Das heißt aber auch, wenn die Kamera in dem Modus funktioniert, dass man dann auch Videocalls machen kann und eben nicht sozusagen eingeschränkt wird durch die App, weil ich weiß auch noch, Zoom damals konnte man nur Vollbild machen sozusagen. Das heißt, mit diesem Stage Manager aber kann man dann trotzdem noch andere Fenster laufen lassen. Sehr cool. Ja, jetzt haben wir es erledigt. Aufnahme, stopp. Und ja, Leute, also ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Einfach mal die neuen Features zeigen. Ja. Mal wieder ein iPad-Video seit längerer Zeit. Ich würde sagen, das ist ein Abo wert. Ey, 1000 Abos, Leute. Auch gerne ein Like da lassen. Checkt meinen Insta ab. Ja, ich mache auch gerne so Shootings, ne, und so weiter. Fotoshootings, wenn ihr da mal Bock habt in Konstanz. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Erfolg in der Schule oder im Studium, aber vor allem in der Schule, weil ich glaube, das ist dennoch irgendwie das Schlimmste, weil im Studium kann man wenigstens aussuchen, was man machen will. Und ich meine, man kann es auch canceln. Also man kann ja, ich glaube, man kann einfach rausgehen aus dem Studium, wenn man keinen Bock mehr hat, oder? Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Schule ist halt leider mehr oder weniger Pflicht. Ihr schafft es, Leute. Ich glaube an euch. Abi ist tatsächlich echt easy. Easier als man denkt, wenn ihr euch da reinhängt, schön alles auf einem iPad notiert oder auch auf Papier und die Tipps anwendet, die ich euch gegeben habe, kriegt ihr das easy hin und wir sehen uns. Ciao.